bei sowas dann, bei solchen Deathmatches und sowas, die das Gefühl, dass die Leute dann immer so, oh, guck mal da, der hat einen alten Mann-Skin, den machen wir zuerst fertig. Hallo Außenwelt, wir sind immer noch oder schon wieder, naja gut, ich bin's immer noch, ihr seid es schon wieder auf dem Server Mindplex und wir gucken uns jetzt mal hier Survival Games an. Warum? Weil meine PvP-Skills so dermaßen überragend sind. So, was haben wir denn da? Wir haben ein X-Men-Kit, Knight-Kit, Archer-Kit, Brawler-Kit. Game in Progress, oh, das könnte ein bisschen dauern natürlich. Ja, das ist der Axtmann, das ist der Ritter, das ist der Archer und das ist der Brawler. Ja, wenn ich jetzt mal wüsste, was, wie und wo und... Verbindung unterbrochen, super, wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Für euch hat das jetzt nur einen kurzen Moment gedauert, für mich hat das ewig gedauert. Dann, ach halt, nein, müssen wir so machen. Dann schauen wir uns mal hier so ein bisschen in dem Survival-Game um. Sofern das Internet jetzt einigermaßen mitmacht hier. So, gucken wir mal. Ah, wir können uns auf jeden Fall schon mal anscheinend ein Kit aussuchen. Aha, gut, nochmal schauen hier. Necromancer, Bomber, Beastmaster, Assassin sind nur für Ultras. Da haben wir natürlich jetzt hier mehr oder weniger die Arschkarte. Das heißt, wir müssen uns mal schauen oder überlegen, ob wir den Axtmann nehmen, den Ritter, den Archer oder den Brawler. Wenn ich jetzt mal wüsste, Ritter, Brawler, wo ist der Unterschied? Wisst ihr was? Kommt, wir nehmen den Brawler. Right-click with Sword X to ground pound. Okay. Da steht noch mehr. Giant and Muscular. Mammoth. Nimmt 50% Knockback, aber macht 150% Knockback. Okay. Wir könnten ja... Game in Progress. Na super. Wir könnten ja mal gucken, was der Ritter macht. You take 0,5 less damage from attacks. Aha. Block on player to use Hill Smash. Aha, okay, was macht der Axtmann? Ups. Deals plus 1 Damage with Axes. Achso, und Right-Click mit der Axt, um sie zu schmeißen. Wir nehmen mal den Axtmann. Kommt, der klingt jetzt interessant hier. Den nehmen wir mal. Game in Progress, dann würde ich sagen, mache ich nochmal kurz Pause und wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe jetzt mal hier die entsprechende, wie nennt man es eigentlich? Lobby, glaube ich, nennt man das ja, ne? Die entsprechende Lobby gewechselt. Jetzt haben wir hier nicht mehr ein Game in Progress, sondern... Waiting for Players. Wunderbar. Das hat ja schon, das andere hat ja schon immer gedauert. Das ging ja mal überhaupt nicht los. So, paar Sekündchen noch. Use a compass to find and kill enemies. Okay, eben Schluck Kaffee. Crouch to become invisible to compass tracking. Okay. First Blood get free Ultra. Natürlich. Die schreiben einen Blödsinn hier drin teilweise, also wirklich, ey. Da kriege ich doch sowieso wieder nichts von diesen... Truhen da in der Mitte, aber wir versuchen es trotzdem mal. Komm. Okay. Und einfach weg. Was haben wir denn da? Erfahrungsfläschchen. Kettenhose. Goldhelm. Na, immerhin etwas. Und ein bisschen Rindfleisch. Na gut. Ich würde sagen, dann schauen wir jetzt mal, ob man hier auch irgendwie so Holz oder was absammeln kann. Hat man hier eigentlich eine Dings, eine, anscheinend gibt es hier keine Schutzzeit, deswegen hauen wir sofort mal drauf hier. Dann musst du nicht mal langsam verrecken. Stirb doch langsam mal endlich hier, komm. Also langsam musst du doch mal sterben, ey. Das gibt's doch gar nicht, oder? Komm, die haben wir jetzt so angeschlagen, ey, das kann doch nicht sein. Mann, komm her. Also, geht doch. So, schnell aufsammeln hier. Aber ein Knochen, na gut, ein Knochen ist ja auch schon mal immerhin etwas. Damit haben wir schon mal unseren ersten Kill gemacht. Ist ja auch schon mal nicht schlecht. So, dann rennen wir mal hier hoch. Na, was leckt denn das jetzt so? Das ist aber nicht schön. Momentan werden wir anscheinend nicht verfolgt. YouTube. 19 Leben noch. Also noch genug Spieler, die uns killen könnten. Okay, ich will mal kurz hier runter gucken, ob wir da was sehen. Ich sehe nichts. Dann gehen wir mal hier hoch. Muss man denn wirklich alles finden, oder? Oder kann man hier wohl auch abbauen? Ich glaube, abbauen kann man hier nicht, so wie es aussieht, oder? Okay, was hatten wir jetzt hier? Leder, Gold. Ich glaube, Gold ist ein bisschen besser als Leder. Das ist auch ein bisschen besser als Gold. So. Okay, eine Axt wäre natürlich gut.
weil wir ja Axtkämpfer sind, damit der Axt ein wenig mehr Schaden machen. Oh, ich sehe gerade unser Essen. Eieiei, rohes Rindfleisch. Ja komm, wir hauen uns erstmal das rohe Rindfleisch rein hier. Wir brauchen jetzt eigentlich nicht die ganze Zeit zu rennen, ne? Machen wir uns mal hier auf 1 von rein und dann soll das wohl erstmal gut sein. Das legen wir uns mal eben auf die 1. So. Okay, ich sehe noch keinen. Ach, einen Kompass hätte ich vielleicht mal mitnehmen sollen. Verdammt! Dann war das tatsächlich ein Kompass in der Tüte, in der Kiste. In der Tüte, ja, ist klar, in der Kiste drin. Und den habe ich natürlich nicht mitgenommen. Da haben wir einen Stock. Okay, nehmen wir auch mit. Nehmen wir auch mit. So, dann haben wir auch schon mal einen Brustharnisch. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Anscheinend ist hier oben kein anderer außer wir. Das wäre sehr angenehm. Da könnte man nämlich hier oben in Ruhe alles leer looten. Da haben wir einen Kompass. Wunderbar. Das nehmen wir auch mal mit. Pilzsuppe nehmen wir natürlich auch mit. Ah, die kann man anscheinend nicht tracken. Gut, gut, gut. Obwohl, weiß ich noch nicht, ob das so gut ist. Das nehmen wir auch erstmal mit. Das heißt also... Ah, anscheinend ist in der Richtung irgendwo ein Spieler, oder wie? Das nehmen wir mit. Eine Feder. Ich dachte erst, das wäre ein Schwert. Schade. Sah so schwertmäßig aus. Eine Barrikade nehmen wir einfach mal mit. Wer weiß, wozu es mal gut ist. Muss man sich ja alles mal angucken hier. Könnten sie mal ausprobieren. La, 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 la. Da ist anscheinend nichts. Hier auch nicht, hier auch nicht, hier auch nicht. Oho. Okay, was ist das dort? Hier haben wir einen dunklen Gang. War schick gemacht, gefällt mir. Wir machen mal eben die Barrikade hier hin und... Achso, das ist einfach nur, dass wir da eine Kiste gestellt haben. Na gut, okay. Ob das jetzt so die Barrikade ist, weiß ich nicht. Subtitle incoming, 47, 19, 54. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Ah, hier sehe ich aber jetzt gerade nicht so besonders viel. Da ist einer, da ist einer. Oh, scheiße, und der hat ein Schwert, 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 der hat ein Schwert. Das Schwert, gib mir dein 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 Schwert, du Sack doch. Verdammt, der hat ein Schwert, ey, das darf nicht wahr sein. Damit ist er uns natürlich schon ein gewissen Vorteil, weil wir nur noch einen Schaden, wenn überhaupt, machen. Bei einer Axt natürlich noch besser. Alter, wir sind tot, wir sind gleich tot, ey, das darf doch nicht wahr sein. Wir haben es geschafft, ja. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Jetzt haben wir immerhin schon mal ein Steinschwert. Da haben wir ein Eisenschwert, das ist natürlich noch besser. Den Rest würde ich sagen, lassen wir erstmal so, wie es ist. So, wunderbar. Dann sind wir doch hier schon mal ein bisschen ausgerüstet. Mensch, das flutscht ja. Zwei Leute immerhin schon gekillt. Ein bisschen was zusammenbekommen. Das ist schon nicht schlecht. Jetzt muss ich nur mal langsam das Leben regenerieren. Da ist noch ein Kompasskeks. Den nehmen wir auch mal mit. Immer gut. Was zu futtern ist immer gut. So, ein bisschen rohes Rindfleisch mal eben wegfuttern. Oh, guck mal, wie viele Kisten da sind. Oh, da gehen wir doch erstmal gucken hier. Da gehen wir doch erstmal gucken. Lalalala. In der Hoffnung, dass uns nichts passiert. Na gut. Das brauchen wir jetzt nicht. Obwohl, hätten wir uns vielleicht ein Feuerzeug machen können. Ist egal. Ist egal. So, dann rennen wir mal hier runter. Beziehungsweise wir laufen mal hier runter. Rennen möchte ich jetzt ungern. Schon wieder Hunger. Das hält aber anscheinend nicht lange, so ein rohes Rindfleisch. Oder? Kann das sein? Okay, hier sieht alles gut aus. Hier sieht alles ruhig und friedlich aus. 9 Stück Leben noch. Eieieiei. Das heißt, wir haben ja richtig gut was geschafft hier, oder? Komm, wisst ihr was? Wir versuchen, unser Steinschwert zu verzaubern. Schärfe! Na, immerhin. Ein bisschen mehr Angriff. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist doch schon, schon nicht schlecht, denke ich mir mal. Doch, da haben wir ja mal gut was bekommen. Dann machen wir schon mal ein bisschen mehr Schaden. Da haben wir noch ein paar Lederstiefel. Nehmen wir erstmal mit. Nehmen wir erstmal mit. Denn alles, was wir aus den Kisten rausnehmen, wir haben eine Steinaxt. Wunderbar. Das heißt, wir machen damit jetzt 5 Schaden. Dann ist das verzauberte Schwert, was wir haben, immer noch besser. Okay. Eine Lederkappe, Holzschwert. Das lassen wir jetzt einfach mal drin. Wollen wir jetzt nicht allzu sehr zumüllen hier. Wie viele noch? 8 Leben noch. Und wir sind einer von den 8. Das ist doch nicht schlecht. Wir haben 2 Stück gekillt. Also für meine... mehr als nur bescheidenen PvP-Skills ist das doch mal super. Oh, wir haben Kettenstiefel. Ketten, Ketten, okay, dann nehmen wir die Kettenstiefel. Die sind, glaube ich, besser als Gold, oder? Oh, tut sich nichts. Na gut. Dann, soll das wohl so sein. Gut. Da haben wir wieder einen Feuerstein. Den lassen wir jetzt aber liegen. Da haben wir ein paar Häuserchen.
Ei, jetzt sind wir aber hier. Jetzt bin ich aber leicht angespannt. Warum ruckelt das jetzt so? Nicht so ruckeln, nicht bitte nicht so ruckeln, nicht so ruckeln. Nicht ruckeln, nicht anfangen zu ruckeln hier. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay, weiter. Hier scheint nichts zu sein. Ich sehe ja nicht eine einzige Kiste. Ja, wie geil. Nein, das ist nicht geil. Nein, 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 nein. What the fuck? Hä? Was war das? Okay, da sollte man nicht durchlaufen, da bekommt man Schaden. Gut zu wissen. Ach du Scheiße. Boah, wie heftig. Okay, wo sind die nächsten? Wo sind hier noch welche? Nein, jetzt am besten überhaupt keine. Stimmt, nein, jetzt sind wir ja so angeschlagen. Das wäre gar nicht gut, wenn wir jetzt auch welche treffen. Leder, ein Haken. Leder brauchen wir nicht, ne? Nein, Leder brauchen wir nicht. So. Wie war das, wenn man schleicht? Ist man für den Tracker, für den Kompass unsichtbar. Aber dann kämen wir hier natürlich jetzt auch nicht wirklich voran, ne? Eine Angel brauchen wir jetzt auch nicht wirklich, glaube ich. Da haben wir noch eine Kiste. Da haben wir noch einen Eisenhelm. Der ist natürlich ein bisschen besser als unsere Kettenhaube. Da ist auch noch was. Subti-Drop incoming, ja, ja. 4 Stück Leben noch. Man könnte jetzt also auch Deathmatch machen, aber das wollen wir natürlich jetzt nicht. Nein, 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 nein. Ich habe so die Befürchtung, dann gehen die alle auf mich. Ich weiß nicht warum, aber das habe ich immer irgendwie so bei sowas dann, bei solchen Deathmatches und sowas, das Gefühl, dass die Leute dann immer so, oh, guck mal da, der hat einen alten Mannskin, den machen wir zuerst fertig. Ja, ja. Komm, komm, komm. 4 Stück noch, 4. Ah nein, hier darf er noch nicht rein. Nein, 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 uns in Richtung Deathmatch aufmachen. Aber erst, wenn wir komplett alles aus Diamant haben. Was? Was war das? Was war das denn jetzt für ein komisches Geräusch? Als ob da voll der Drache oder so irgendein Viech gebrüllt hätte. Alter, haut ab, ey. Lederjacke brauchen wir auch nicht. 4 Stück Leben noch. Na gut, die 4 Stück hier zu treffen, das wäre wahrscheinlich reiner Zufall. Aber nichtsdestotrotz haben wir nochmal eine Barrikade. Halte ich jetzt auch nicht unbedingt für das Sinnvollste für uns. Da ist nichts. Ich sehe aber auch keinen anderen. Ich wäre schon versucht, tatsächlich hier dieses Deathmatch dafür zu voten quasi, dass er startet. Also ich glaube ja nicht, wenn ein Spieler DM eingibt, dass er direkt Deathmatch. Oh nein, oh nein. Ich glaube, wir sind im Deathmatch. Ja, wir sind im Deathmatch. Deathmatch in 10, 9, 8. Oh, 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 oh. Und jetzt leckt das bei mir wie Sau. Na, super. Da hinten ist einer, da ist einer. Okay. Nein, jetzt hängt das bei mir so. Das darf nicht wahr sein. Ach, hört doch auf. Ach, doch nicht. Da kommt einfach keine Null. Bist du AFK? Bist du AFK? Hm, 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 hm. Komm her, komm her, komm her, komm her. Komm her. Komm her. Komm her. Oder seid ihr Teamplayer? Macht keinen Scheiß. Bloß keine Teams, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte keine Teams. Ey. Einfach mal vorbeilaufen hier. Ah, Scheiße, das leckt bei mir. Nein, ich muss nicht ausgerechnet im Finale anlecken wie Sau. Nein, bitte nicht. Ach, Scheiße. Aber ich denke mal, wir haben das ganz gut hingekriegt. Wir haben uns ganz gut geschlagen. Das heißt, jetzt zum Schluss leider so ein bisschen laggy war. Ein bisschen doof, aber kann man halt nicht ändern. So. Knapp 15 Minuten, ich denke mal, das sollte reichen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst es mich wissen, Daumen hoch oder in die Kommentare schreiben. Wenn euch die Folge nicht gefallen hat, lasst es mich auch wissen, schreibt es mir in die Kommentare. Wenn ihr mich so richtig scheiße heute fandet, dann erzählt es all euren Freunden, wie scheiße ich bin. Und vielleicht sehen wir uns ja dann in einem der nächsten Videos wieder. Bis dahin.